Und schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute aber mal kein klassisches Golf-Video, sondern ein Videotipp-Golf-Video. Das bedeutet, passend zu Ostern, scheiß Wetter, viel Freizeit, gemeinsame Zeit mit der Familie auf der Couch. Von mir mal meine Top 6 Lieblingsspielfilme, die sich um das Thema Golf drehen. Den einen oder anderen Film werdet ihr kennen. Vielleicht lernt aber auch noch einen Film kennen, den ihr bisher noch nicht geschaut habt. Teilt es im Zweifel in den Kommentaren. Welcher ist euer Lieblingsfilm? Aber jetzt starten wir erstmal mit Platz Nummer 6. Vielleicht habt ihr es erkannt. Happy Gilmore. Ehemaliger Eishockeyspieler, der es da aber nicht so richtig an die Spitze geschafft hat, versucht sich jetzt am Golf. Und mit Anlauf haut der den Ball 500 Meter weit. Ich kann das nicht so weit, aber es sieht trotzdem witzig aus. Und vor allen Dingen ist das ein Film für die ganze Familie. Man kann einfach mal ein bisschen lachen in dieser schönen Komödie, bei der es darum geht, dass ein Eishockeyspieler, wie gesagt, versucht, ein PGA-Turnier zu gewinnen, um das Haus seiner Mama zu retten. Etikettverstöße auf dem Golfplatz, mega lange Drives und ein sehr spezieller Putter. Vielleicht habt ihr Spaß reinzuschauen. Hier nochmal für die Kamera. Platz 6. Happy Gilmore. Ein Champ zum Verlieben. Platz Nummer 5. Caddyshack. Wahnsinn ohne Handicap. Dieser Film aus den 80ern mit Bill Murray, Chevy Chase und ganz vielen anderen Top-Comedians dieser Zeit beschreibt im Grunde das typische Leben an einem Golfclub, nämlich im Bushwood Country Club. Das Leben der Mitglieder, das Leben des Head Greenkeepers bzw. des Golfprofessionals, des Caddies und alles wird sehr, sehr witzig dargestellt. Ich gebe zu, ein bisschen bescheuert ab und zu und Humor aus den 80ern. Extremst empfehlenswert. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall mal reinschauen, auch wenn es vielleicht nichts für Kinder ist. Aber für Erwachsene auf der Couch, ein ganz witziger Film. Mein Platz Nummer 4. Tin Cup. Kevin Costner, Don Johnson, René Russo in einer, nennen wir es mal, Golfkomödie, die auch trotzdem eine kleine Liebesgeschichte dabei hat. Cooler Film. Und im Grunde geht es darum, dass Roy McIlvoy, ein Driving Range Pro, der es damals nicht auf die Tour geschafft hat, einen Disput mit einem ehemaligen Rivalen hat und dann entscheidet, den mache ich fertig. Ich qualifiziere mich für die US Open und ich gewinne die US Open. Ein langer Weg mit Höhen und Tiefen und wirklich witzigen Szenen. Schaut es euch an. Tin Cup muss man gesehen haben. Mein Platz 4. Mein Platz Nummer 3. Das größte Spiel seines Lebens. Wunderschön dargestellt von Disney und mit Shia LaBeouf. Also der eine oder andere wird ihn kennen aus Transformers. Also wirklich ein bekannter Schauspieler, der nebenbei auch ein wirklich guter Golfer ist. Und Shia LaBeouf spielt Francis Ouimet. Francis hat 1913 als erster Amateurgolfer die US Open gewonnen. Und hier wird seine Geschichte erzählt. Im Grunde aus einfachem Hause, einfaches Elternhaus, eine Golfleidenschaft entwickelt und gegen den Willen seines Vaters trotzdem durchgesetzt. Toller Film. Francis Ouimet, Harry Warden, Ted Ray. Speziell Harry Warden ist einem vielleicht ein Begriff, weil Harry Warden damals den Warden Grip, also den Overlap Grip, erfunden hat. Und von Harry Warden stammt das Beispiel, halte den Schläger, als wenn du ein Vögelchen halten würdest. Du möchtest nicht, dass es wegfliegt, aber du möchtest es auch nicht verletzen. Also weicher Griffdruck. Aber jetzt will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das größte Spiel seines Lebens. Super Film für die ganze Familie. Weiter geht's mit meinem Platz 2. Und weiter geht's in Golfgeschichte. Denn es geht um Bobby Jones. Bobby Jones, Stroke of Genius. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Bobby Jones. Bis heute übrigens hat die Golfwelt von ihm einiges hinterlassen bekommen. Dazu dann in dem Film auch mehr. Aber kurz als Mini-Anriss in den Film. Es geht um Bobby Jones und um sein Lebenswerk. Bobby Jones war und ist bis heute der einzige Golfer, der jemals den Grand Slam, also alle vier Majors in einem Jahr gewonnen hat. Und zwar 1930. Damals konnte man das nur als Amateur gewinnen.
Und das war das Besondere bei Bobby Jones, denn er war definitiv der beste Golfer seiner Zeit. Walter Hagen, sein größter Rivale zu dieser Zeit, hatte, wenn man ehrlich ist, keine Chance. Und Bobby ist trotzdem sein Leben lang Amateurgolfer geblieben, hat kein Pfennig Geld damit verdient und am Ende einen der bekanntesten Golfplätze der Welt im Grunde gebaut und gegründet. Welcher das ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber das seht ihr in dem Film. Sehr, sehr gut dargestellt und wie gesagt, golfhistorisch auch das eine oder andere Wissen, was man vielleicht mal gehört haben sollte. Aber auch mit Jim Caviezel als Hauptdarsteller, ein Mega-Schauspieler, der einen richtig guten Ball haut. Schaut rein. Bobby Jones, Stroke of Genius. Abschließend mein persönlicher Favorit, die Legende von Bagger Vance. Sicherlich der bekannteste Golfer, den es so gibt. Vielleicht allein schon wegen den Schauspielern, denn gespielt wird Randolph Juna, quasi der Hauptdarsteller in dem Film, von Matt Damon. Bagger wird gespielt von Will Smith und am Ende geht es um das Herz von Charlize Theron. Toller Film. Randolph Juna, ehemaliges absolutes Golftalent, kommt aus dem Ersten Weltkrieg ein bisschen verstört zurück und muss jetzt doch bei einem Golfturnier mitspielen, denn ein besonderes Golfresort soll gerettet werden und hierbei wird ein Schauturnier veranstaltet und es soll halt jemand aus der Gegend dabei sein. Und der Einzige, der ihn einfällt, ist Randolph Juna, auch wenn der ewig keinen Golfball mehr geschlagen hat. Will Smith lernt ihn plötzlich kennen in einer witzigen Szene und begleitet ihn dann und betreut ihn quasi auf dem Weg, auf der Suche nach seinem Golfschwung. Wunderschönes Ende, wunderschöner Film. Wie gesagt, ein Spielfilm, sicherlich keine geschichtliche Historie mit drin, aber wunderschön gemacht. Und auch hier taucht Bobby Jones wieder auf, denn Randolph Jr. muss gegen Bobby Jones und Walter Hagen ein Schauturnier spielen. Wie das ausgeht, das seht ihr hoffentlich bei der Legende von Bagger Vance. Sagt mir, was ist euer Lieblingsfilm von diesen sechs? Oder habe ich einen vergessen? Übrigens am Rande, Follow the Sun. Ganz toller Film, der die Geschichte von Ben Hogan erzählt. Leider nur auf Englisch und deswegen nicht in meinen Top 6 mit drin, als Familienfilm für zu Hause. Aber auch ein super Film. Habe ich noch was vergessen? Wenn euch noch einfällt, welcher Film absolut sehenswert ist, dann einmal in die Kommentare. Und wenn einer von den sechs euer Lieblingsfilm ist, dann lasst mich auch das ruhig wissen. Jetzt aber ein tolles Osterwochenende und mit ein bisschen Glück kommt ja sogar die Sonne raus und ihr könnt das, was ihr abends auf der Couch seht, am nächsten Tag auf dem Golfplatz umsetzen. Ciao, ciao, schöne Ostern und wir sehen uns nächste Woche.